gesehen. Mir fürs Gewächshaus. Nicht ins Gesamtinventar. Keine Zapfen. Habe ich noch keine Zapfen. Zurück.
ist eine Schande, wenn man bei so einem Wetter den ganzen Tag drinnen verbringt. Aber ich habe so viel zu tun. Was bleibt mir anders übrig? Wow, woher weißt du, dass ich mich so entscheide? Ein Werkzeug. Und eine Angel, goldener Seetang brauche nicht beim goldenen Seetang. Du verstehst nicht, was gesagt wird. Finde den Weg, um das Tor zu öffnen. Willkommen in die Stadt des Meervolks. Open. Neue Quest. Das Königreich erkunden.
Stopp! Weißt du, ich als Landbewohner. Ich beabsichtige keinen Schaden, nur die Ruhe. Später sind nicht nötig. Ich dachte, ihr würdet freundlicher sein. Mir ist es egal, was du denkst. Olan, vor der Unterstützung. Ich werde dafür sorgen, dass der vom Landvolk nicht noch mehr Schaden anrichtet. Mach ich's, Hemeru. Haltet euch zurück, ihr beide. Senkt eure Speere, Semeru. Denali, bist du blind? Das ist ein Landbewohner. Ja, Sir. Aber dieser hier spricht unsere Sprache. Erregt das nicht deine Neugier? In der Tat, aber einer, der unsere Sprache spricht? Ist das nicht interessant? Wir haben uns schon mal getroffen, nicht wahr? Beinahe unmöglich, dein Gesicht zu vergessen. Das ist schön zu hören. Um die Wahrheit zu sagen, konnten Agnum und ich dich auch nicht vergessen. Siehst du, Semeru? Bist du nicht verblüfft, dass der Vertreter des Landvolks, den du fast aufgespießt hast, so mühelos mit uns kommunizieren kann? Faszinierend, meinst du nicht auch? Verstanden. Mir ist gerade aufgefallen, dass ich meinen Namen noch nicht verraten habe. Ich heiße Denali. Das sind Olan und Semeru. Rucker, leider wird dein Besuch in unserem Reich als eine kleine Krise angesehen. Wir müssen diese Angelegenheit König Krakatau vorlegen. Er wird entscheiden, was zu tun ist. Der Palast voraus ist unser Ziel. Bitte geh hinein, wenn du bereit bist. Bist du dir da sicher, Denali? Wir wissen doch, dass das Landvolk nur Unglück bringt. Bei allem Respekt, wir wissen nichts mit Sicherheit. Unser Wissen reicht nicht über Mythen und Gerüchte hinaus. Mythen oder ein Rat zur Vorsicht. Ich verwette meine Flosse darauf, wir können Rucola im Zweifelsfall vertrauen. Also gut. Nun ja, zurück zur Wache, schätze ich. Der Naga-Palast betreten, trifft dich mit König, bla bla. Rucola, du bist da. Erlaube mir, dich seiner Majestät vorzustellen. Majestät, ich stelle dir hiermit den Landbewohner vor, dem Agung und ich auf unserer Patrouille begegnet sind. Dieses faszinierende Individuum ist bekannt als Rucola. Rucola, das ist wirklich ein recht eigenartiger Name. Du behauptest, dieser Rucola ist unsere Sprache mächtig. Allerdings, etwas hat sich verändert, Majestät. Zuvor hatten wir eine flüssige Konversation. Das ist mir neu, Majestät. Ich muss zugeben, ich bin fasziniert. Vor dir steht unser geschätzter König Krakatoa und unsere gütige Königin Nanda Devi. Rucola, jetzt bist du an der Reihe, im Rampenlicht zu stehen. Zeit, dich vorzustellen. Es ist eine Ehre. Also ist es wahr. Dieser Landbewohner spricht tatsächlich unsere Sprache. Das auch nicht noch ziemlich gut. Warte. Wie kann das sein? Majestät, ich rate zu Vorsicht. Sollten wir nicht die Komplikationen erwägen, wenn wir einen Landbewohner in unser Königreich willkommen heißen? Die Legenden über ihre Art sind verstörend. Sind wir darauf gefasst, dass sich die Geschichte wiederholt? In der Tat, meine Königin, Ihre Bedenken sind nicht unbegründet. Jeder Mehrling hier wächst mit bedrohlichen Geschichten von Landbewohnern auf. Ich habe sie zuvor als warnende Geschichten abgetan, aber die jüngsten Ereignisse deuten darauf hin, dass die Geschichte
Fakten mehr Fakten als Fiktion sind. Dafür spreche, Majestät. Selbstverständlich, Orakel. Wir schätzen deine Weisheit. Joe Oiu spürt, wie sich der Korallenbaum an das Leben klammert und mit ihm an das Überleben unseres Königreichs. Die Vision von Joe Oiu enthüllt, dass dieser Landbewohner der Schlüssel zur vollständigen Wiederbelebung unseres Baums ist. Visionen offenbaren, dass dieser Landbewohner die Schlüsselfigur ist. Immer wenn eines dieser Korallenmechanismen im flachen Wasser aktiviert wird, beobachten wir eine teilweise Heilung des Korallenbaums. Aber das reicht noch nicht aus. Aber das ist noch nicht genug. Warum erlauben wir unserem neuen zweibeinigen Freund nicht, sich in die Tiefste zu wagen und mehr Korallenmechanismen zu aktivieren? Den Zugang zur Tiefste einfach so zu gewähren, ist ein Schritt zu weit. Sie ist heilig. Können wir nicht einen von uns schicken, um diese Korallen auszulösen? Uns mangelt es nicht an Kompetenz. Können wir nicht einen... Die Strömungen sprechen Eure Majestät und sie sprechen von diesem Landbewohner. Der Ozean hat seine Wahl getroffen. Ich bin nur ein Bote ohne Macht, die Zukunft zu verändern. Das ist empörend. Wir wissen nicht einmal über die Ursprünge dieser Korallenmechanismen. Wir wissen nichts. Ich bitte um Verzeihung, Eure Majestät. In der Tat, meine Königin. Die Ungewissheit und die Rätsel, die all dies umgeben, machen uns verwundbar. Bis wir mehr wissen, ist es einfach zu gefährlich, uns mit diesem Landbewohner zu verbünden. Einen Stein, Entscheidungsschritt, der Landbewohner ist doch.